Dieser Frieden dauert nun 20 Jahre. Er wird nicht mehr lange dauern. Höhepunkt der großen Land-, Luft- und Seemanöver bildete die Abnahme der Flottenparade durch den Führer. Wir haben die besten Waffen. Wir haben den Führer. Und hinter dem Führer steht die Nation. Abwürfen auf Zielschiffe die Stärke und Einsatzbereitschaft des verbündeten Italien. In der Schorfheide empfing der Reichsforstmeister, Generalfeldmarschall Göring, die deutschen Forstmänner, wobei zu Ehren der Gäste bunte Lagerspiele stattfanden. Vor 250.000 Zuschauern wurde auf dem Nürburgring der große Preis von Deutschland ausgetragen. Wieder einmal zeigten die deutschen Wagen, dass sie den anderen Fabrikaten weit überlegen sind. NSKK-Staffelführer Rudolf Caracciola auf Mercedes-Benz gewann den großen Preis von Deutschland und den Preis des Führers. NSKK-Truppführer Hermann Müller auf Auto-Union wurde Zweiter. Folgendes. Sie fahren morgen zur Zitadelle nach Spandau zur Wehrmacht. Sie sind angemeldet. Sie übernehmen dort 14 polnische Uniformen. Lassen Sie die Sache ins Berichtsbuch eintragen. Sie fahren zur Fechtschule nach Bernau. Sie nehmen sich dort die Akten der Volksdeutschen aus Polen vor. Suchen Sie sich 6 Männer heraus. Leute, die wir seit Jahren auf der Liste haben und genau kennen. Bedingung: Polnisch so gut wie Deutsch. Sie fahren sofort ins Lager Sachsenhausen. Dort nehmen Sie einen Häftling in Empfang und bringen ihn nach Oppeln zu unserer Dienststelle. Der Mann wird nicht quittiert, sondern aus den Listen gestrichen. Hören Sie zu, Naujoks. Der Führer, der Reichsführer SS und Gruppenführer Heydrich haben beschlossen, Sie mit einer großen Aufgabe zu betrauen. Mit der Durchführung bin ich in meiner Eigenschaft als Leiter der Geheimen Staatspolizei beauftragt. Es ist der unumstößliche Entschluss der obersten Führung, die polnische Frage militärisch zu lösen. Es wird sich als notwendig erweisen, der Weltöffentlichkeit für die direkte Auslösung des Krieges einen Anlass anzubieten. In der Nacht vor Kriegsbeginn werden die Polen einen deutschen Rundfunksender überfallen. Gleiwitz. Zum Beweis dessen wird ein Toter am Eingang des Senders gefunden werden, den man als polnischen Freischärler identifizieren wird. Achtung, Leichenträger ans Tor. Achtung, Leichenträger ans Tor. Leichenträger ans Tor. Rechts rein! Hier! Zur Stelle. Nein. Fertig. Das war's. Kühne Franz, Kolporteur, Deutscher Bücherverein Posen, Grundausbildung in polnischer Armee. Bei SS-Leitstelle eingetragen seit 4 Jahren. Leichte Waffen, auf Abruf im Reich gemeldet. Kraweit Hans-Wilhelm, Selbstschutz vom Rell, ohne Beruf. Kampfausbildung in der Tuchler Heide, gut Kelpin, bei Generalleutnant Wiesenberg. Peratzki Heinrich, Elektriker, Ausbildung im Reich als Funkstellenleiter Katowice, bei Warnung vor Verhaftung ins Reich geflüchtet. Wiczorek Franz, Lehrer, Hauptstellenleiter Deutscher Osten, vor 8 Monaten auf Lehrgang ins Reich abgerufen, dann nach Polen zurückgekehrt. Nach Aufdeckung des Waffenlagers der Sturmgruppe, Kameraden der Jungdeutschen Partei über die Grenze geschleust. Danach erneut abberufen. Kutzerow Oskar, Volksdeutscher, seit 1936 Staffeldienst in oberschlesischer Wanderjugend. Aus Polen geflüchtet, nach Abruf durch Leitstelle. Franz Hütte, Kolonialwarenhändler, Freikorps, Sturmgruppe Wieditz, Schützenausbildung und Springlehrgang im Reich. Im Bauernhilfelager Dachstein, vor 6 Wochen nach Breslau abgerufen. Kamerad! Ihr habt eure Pflicht bisher als Volksdeutsche des Ostens in den heimattreuen Verbänden jenseits der Grenzen geleistet. Ab sofort untersteht ihr einem besonderen Kommando. Die Gesetze, die bisher in unserem Kampf um das Deutschtum im Osten galten, sind durch neue, härtere abgelöst. Was immer in Zukunft von euch verlangt werden wird, Kameraden, denkt daran, Deutsch sein heißt treu, tapfer, wahrhaftig sein. Was ist das? Polnischer Krimskrams. Alles original. Bitte. Bin ich 8 Jahre dabei. Im Krieg gehen die Beförderungen schneller. Ist gut. Mit Polen werden wir in 4 Wochen fertig. Was mir in die Quere kommt, mache ich satt. Satt mache ich die Säue. So, es kann losgehen. Darf ich? Oh, bitte. Ein Amt. Verstärkeramt Gleiwitz. Bitte Apparat 14. Ja, wer ist da? 118. Machen Sie die Leitung für Birke bereit. Jawohl. Ende. Verstärkeramt Gleiwitz? Wie? 1000 Herzton bei uns? Moment, ich höre mal rein. Hallo? Nein, hier ist alles in Ordnung. Ich lasse sofort überprüfen. Heil Hitler. Verstanden. Ende. Die Störung ist im Sender. Das ist gut. Also, die Anschlüsse sind gekennzeichnet. Deutlich lesbar. Die Anschlüsse liegen genau gegenüber dem Pult in Augenhöhe. Hm. Klar. Kabeleingang ist im Keller, auch klar. Auch klar. Ausweis auch klar. Der sonst immer kommt, hat Urlaub. Also, dann. Entstörungsdienst. Herr Littler? Herr Littler. Ich komme nur ausnahmsweise. Der sonst immer kommt, ist woanders hin. Hier bei uns im Sender ist alles in Ordnung. Ich habe nochmal durchgemessen. Das ist einwandfrei an 1000 Hertzton. Ich möchte wissen, wie der bei uns auf die Strecke kommt. Pegelton kann es nicht sein. Korrosion hört sich anders an. Angeschlagen kann das Kabel auch nicht sein. Also mir ist die Sache ein Rätsel. Wo wird denn hier das Notmikrofon angeschlossen? Na hier, Buchse 2. Ich werde mir erstmal im Keller den Kabeleingang ansehen. Ist was? Störungssuche. Wo kommt denn hier das Überlandkabel rein? Da hinten links. Gefunden? Darf ich mal telefonieren? Bitte. Wohin? VSD. Bitte? Danke. Apparat 14. Hier ist Birke. Jawohl, Birke. Ich bin im Sender. Ja. Die haben den Fehler schon. Kameraden, die Sache, die wir hier machen, steht in größtem Zusammenhang. Inwiefern, danach wird jetzt nicht gefragt. Aber die Stunde wird kommen, Kameraden, in der ihr diesen Zusammenhang begreift. Auf diese Stunde trinken wir. Prost. Zigaretten. Na, setzt euch. Spielt jemand? Ich hoffe schon wieder. Sitzen bleiben. Als wir da vor dem Egerland lagen, letzten Herbst, bevor die Tschechen kassiert wurden, hatten wir auch einen dabei, der Mundharmonika spielte. So ein deutsches Lied am Abend, na. Man sitzt da, guckt über die Grenze ins Land rein und weiß nicht, was einem mehr kribbelt. Das Herz oder der Finger am Abzug. Aber die Parole heißt abwarten. Bereit sein ist alles. In München wurde noch verhandelt. Der Führer ließ diesen Säcken noch einige Bedenkzeit. Ist genau wie jetzt, Kameraden. Man sitzt da und wartet und weiß genau, wenn es soweit ist, dann drückt der Führer schon auf den Knopf. Und als es dann losging, wenn auch ohne große Knallerei, da war für uns Ernstfall. Sonderkommando. Adressen hatten wir. Rote, Juden, Emigranten, Freimaurer und wie das Zeug so heißt. Manche lagen mit dem Arsch noch im Bett, da hatten wir sie schon. Das haben die sich nicht träumen lassen, als sie sich diesen Schandfrieden von Versailles ausgedacht haben. Mann, das war vielleicht ein Gefühl. Da denkt man an die Kameraden von 14, 18, die es nicht erreicht haben. Und weiß genau, diesmal schaffen wir es. Damals war Krieg, Kameraden. Aber für uns hat dieser Krieg niemals aufgehört. Auch wenn es manchmal so scheint, als ob alles in Ordnung sei. Da ist Geduld nötig und eiserne Disziplin. Die große Auseinandersetzung kommt, Kameraden. Das wird bald sein. Und dann holen wir uns, was wir brauchen. Und aus dem Packzeug, mit dem wir es zu tun haben, da wird Hackfleisch gemacht. Ohne Gnade diesmal. Und damit taufe ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes das Kind auf den Namen Alfred Helmut Naujoks. Jeder Tritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzos. Und wenn auf dem neuen Reichstag auch eine schwarz-rot-goldene Fahne weht, in unseren Herzen weht die alte Sturmfahne schwarz-weiß-rot. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass du einmal in die Kolonien gehst, mein Junge. Sie müssen regelmäßig arbeiten, Naujoks. War der Mann nicht Jude? Na sehen Sie, Naujoks. War Ihr Vater nicht Drogist? Sie sind ein Spitzel, Naujoks. Ihre Kenntnisse in analytischer Geometrie. Ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Reiches, weiter, Naujoks, bis das Schwein aussagt. Der Mann wurde in einem Hotel in der Nähe von Prag. Sichern Sie die Sache ab, damit wir keine Schwierigkeiten bekommen. Organisieren Sie die Überwachung aller Schiffe, die aus Amsterdam auslaufen. Offiziell werden Sie während dieser Zeit zur deutschen Botschaft gehören, Herr Naujoks. Der Führer, der Reichsführer SS und Gruppenführer Heydrich, haben beschlossen, sie mit einer großen Aufgabe zu betrauen. Ja? Hauptsturmführer, Oberführer Müller hat aus Oppeln anrufen lassen. Er erwartet Sie. Dieser Platz ist wirklich zu jeder Tageszeit schön. Ja, wir haben den ganzen Tag Sonne. Da drüben geht sie auf und da drüben geht sie unter. Wir haben aber auch einen ungewöhnlich schönen Sommer dieses Jahr. Aber im letzten Jahr war es doch auch sehr schön. Nehmen Sie noch etwas Kuchen? Danke. Erinnerst du dich? Wann war das, als wir noch gebadet haben im vorigen Jahr? Im Oktober haben wir noch gebadet. Im Oktober? Aber da warst du doch schon beim Sudetenland-Einmarsch. Das war Ende September. Aber die letzten Tage im September. Verzeihung. Sie Arme haben keine Minute Ruhe. Dank für die reizende Kaffeestunde, aber die Pflicht. Die Sache in Gleiwitz läuft? Jawohl, Oberführer. Leute da? Jawohl. Sender angesehen? Jawohl. Schön. Und nun zum Detail. Es geht bei der Sache mit dem Sender nicht um einen Anschlag an sich. Man hat den Vorteil, gehört zu werden. Von vielen Leuten. Diese Gelegenheit werden Sie wahrnehmen und werden einen Aufruf zur Verlesung bringen. Wir wollen hier entlang gehen. Ich denke mir die Sache so. Da Sie doch polnisch sprechende Leute haben, einen suchen Sie aus und beauftragen ihn mit der Abfassung des besagten Aufrufs. In diesem Aufruf müsste das Reich auf das Gemeinste geschmäht werden. Es müsste daran heißen, dass jetzt die Stunde der Abrechnung mit uns Deutschen gekommen ist und jetzt die polnischen Waffen das Wort haben. Oder so ähnlich. Der Mann, der das verliest, müsste sehr aufgeregt sein. Natürlich müsste ein Teil des Aufrufs in deutscher Sprache verlesen werden. Er soll ja hier verstanden werden. Natürlich, in einem schlechten Deutsch. Und vergessen Sie nicht, während des Verlesens immer Lärm zu machen. Haben Sie sich das alles gemerkt? Ich verlasse mich da völlig auf Sie, Naujoks. Jawohl, Oberführer. Gut. Oberführer, Sie sprachen in Berlin von einem Toten. Sind da schon genauere Entscheidungen getroffen worden, wen das betreffen soll? Ja, und zwar Folgendes. Ich werde Ihnen von Oppeln aus einen Mann anliefern. Ich habe dafür ein paar ähnliche Aktionen einige Häftlinge aus Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau holen lassen. Dieser Mann wird Ihnen kurz vorher übergeben. Obergruppenführer Heydrich wird Sie persönlich von Berlin aus anrufen, wenn es soweit sein wird. Er wird Ihnen im Verlauf dieses Gesprächs sagen, merken Sie sich die Worte, fordern Sie die Konserven bei Müller an und machen Sie sie dann und dann auf. Ihr Stichwort ist also Konserven. Jawohl, Oberführer, verstanden. Sie rufen mich an und ich liefere Ihnen den Mann. Er wird bewusstlos sein. Dieser Mann wird dann erschossen aufgefunden werden, vor dem Sender. Schön. Nicht? Welche Bewaffnung wäre bei der Polizei in Gleiwitz zu erwarten? Pistole 08 und Karabiner 98K. Ich werde veranlassen, dass Ihnen zusammen mit dem Mann ein Karabiner 98K und 5 Schuss Munition geliefert werden. Das Ausland ist in solchen Sachen sehr pinselig, mein Lieber. Es muss an alles gedacht werden. Wenn die Polen aber nun weich werden... Wie meinen Sie das? Ich meine, irgendein Vermittlungsvorschlag in letzter Minute. Das ist dieses Mal nicht mehr drin, Naujoks. Brauchen wir nicht mehr. Unsere Waffen sind jetzt die modernsten. Die Moral des deutschen Volkes ist die beste. Und wir haben den Führer. Aber der Führer kann sterben. Oder beiseite gebracht werden. Alles möglich, Naujoks. Die Moral kann nur schlechter werden. Die Waffen veralten, also. Wozu Vermittlung? Nein. Die Zeit ist reif, Naujoks. Belegt mit 13 Häftlingen. Na, gut, Oberführer. Er biegt hier drüben, Oberführer. Das ist der Raum, den ich in den Vorschlag bringen möchte. Die Aufgabe, Doktor, ist folgende. Ich brauche diese Leute in betäubtem Zustand an der Grenze. Einen Mann davon brauche ich in Gleiwitz. Flucht oder Widerstand müssen absolut ausgeschlossen sein. Mir schwebt vor, dass man eine Injektion anwendet, die mindestens 3 bis 4 Stunden anhält. Das ist im Prinzip keine Schwierigkeit, Oberführer. Der Tod muss dabei aber einwandfrei erst nach den Schussverletzungen eintreten. Das muss einer Untersuchung standhalten können. Mit anderen Worten, die Reihenfolge müsste sein: Injektion, Betäubung, Schuss, Tod. Das ist eine Frage des Medikaments. Ärztlicherseits möchte ich für den von Ihnen vorgesehenen Ablauf garantieren. Und glauben Sie, dass die Räumlichkeiten hier geeignet sind? Ja, ohne weiteres, Oberführer. Brauchen Sie noch irgendwas? Ein paar Stühle und einen Tisch vielleicht. Oder eine Bank. Und 3, 4 Mann. Veranlassen Sie das. Jawohl, Oberführer. Noch Fragen? Nein, Oberführer. Dann gehen wir. Sonderverpflegung, wie befohlen. Weitermachen. Essenausgabe. Los, satt fressen, ihr Säue. Was ist das? Polnische Pistolen. Moment mal. Moment mal. Das sind noch mehr. Ein Blick in klare Sternenpracht, da musst ich's eingestehen, dass Liebe und Schmerz zusammenkehren, im Glück und auch im Leid. Man muss nur zu den Sternen sehen, geht's Leid und seid's doch gescheit. Im Tanz soll es sein, denn im Tanz wirst du mein, nach der Tarau-Melodie. Schau, das Leben ist ja schön, wenn im Tanz sehen wir uns drehen. Ein Walz und zu zwei wird ja ewig voll sein, in der Tarau-Melodie. Und im Leben willst du lüften und lachen ran, ein Walz und zu zwei. Und im Leben willst du lüften und lachen ran. Tür zu! Jawohl, Obergruppenführer. Jawohl. 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 Verstanden. Heute 20 Uhr. Jawohl, Konserven. Verstanden, Obergruppenführer. Ende. Sie bekommen jetzt eine Injektion gegen Paratyphus. Sie bekommen die Injektion in den Arm. Also nochmals. Eine Viertelstunde nach Verlesung des Aufrufes Eintreffen der Polizei. Die Polizei kommt über die Tarnowitzer Landstraße und gibt sofort gezieltes Karabinerfeuer auf den Eingang des Senders. Ich fahre selbst mit raus. Gut. Los, alles rein. Na komm, komm. Kameraden, die Aufgabe ist bekannt. Schweigen bis ins Grab ist eine Selbstverständlichkeit. Dennoch wird sich jetzt jeder von euch durch eine persönliche Unterschrift dazu verpflichten. Kraweit. Haben schon wir? Vorlesen. Verpflichtung. Ich, der Unterzeichnete, verpflichte mich, über alle Vorkommnisse, die ich im Zusammenhang mit meinem dienstlichen Einsatz in Gleiwitz erfahre, bis an mein Lebensende zu schweigen. Ich bin darüber belehrt worden, dass jeder Verrat mit dem Tode nicht nur des Verräters, sondern aller Mitglieder seiner Familie bis zum 3. Verwandtschaftsgrad bestraft wird. Unterschrift. Der Sender Gleiwitz. Wir übernehmen vom Reichssender Breslau die allabendliche weltpolitische Umschau. Die eiserne Entschlossenheit und Ruhe, mit der die Führung des Großdeutschen Reiches unabdingbaren Forderungen deutschen Lebenswillens auf unblutigem Wege zu erfüllen bestrebt ist, findet vor den Augen der Weltöffentlichkeit immer mehr Würdigung. Schritt um Schritt. So schreibt der völkische Beobachter. Die letzten 48 Stunden haben an Geduld und Selbstdisziplin besonders harte Anforderungen gestellt. Denn unablässig kamen von jenseits der Polengrenze neue Berichte. In diesen schicksalsschweren Stunden wird vom deutschen Volke Geduld und nochmals Geduld verlangt, die die Frage stellen, warum diesem unerträglichen Zustand immer noch nicht Einhalt geboten werde. Keine Sekunde das Ziel aus dem Visier gelassen wird. Der Führer verlangt immer noch Geduld von uns, weil er auch die letzten Möglichkeiten zu erschöpfen wünscht, die eine friedliche Lösung der Krise, eine unblutige Erfüllung der unabdingbaren deutschen Forderungen. Denn Verzichten an der Einzelne des Unrechts muss endlich sein Ende finden. Auch und besonders in jenen Räumen, die durch Schandverträge noch immer außerhalb des Reiches gehalten werden. Das Blatt weist unmissverständlich auf die Tatsache hin, wie immer auch die Entscheidung in diesen schicksalhaften Stunden fallen möge. Eines müsste heute jedem klar geworden sein. Niemals werden wir die heutigen Grenzen, die Siegerwillkür in der Stunde Deutschlands tiefster Schmach gezogen hat, anerkennen. Und möge man in Warschau so gut wie in London und Paris Kenntnis nehmen. die der Führer des Reiches jemals aufgestellt hat, sind Lebensforderungen der Nation. Das Blatt schließt. Der letzte Stein auf dem Wege zu einer neuen Ordnung Europas, die den Sinn der Deutsch empfindet, wird die heutigen Grenzen, die Siegerwillkür in der Stunde tiefster deutscher Schmachzug, niemals anerkennen. Recht muss endlich wieder Recht werden. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, bringen wir Ihnen Musik zum Feierabend. Jawohl. Wo sind die Leute? Noch drin. Den Keller sperren. Ein Mann raus zum Ausladen. Jawohl. Nachher gleich ab. Ausladen und gleich auf die Rampe. Also. Michael, los. Ab jetzt Ruhe. Achtung, Achtung. Hier ist der polnische Aufständische Verband. Uwaga, uwaga, tutaj jest polski związek powstańców. Wir sprechen über den Sender Gleiwitz. Der Sender Gleiwitz und die Stadt sind in unserer Hand. Teraz nadeszła godzina walki. Die Stunde des Kampfes ist gekommen. Polen zu den Waffen. Polacy do broni. Jeder Widerstand ist zwecklos und wird sofort gebrochen. Wer sich uns in den Weg stellt, zginie. Wird niedergeschlagen. Deutsche Ergebung. Jeder Widerstand ist zwecklos I będzie natychmiast stłumiony. Kto nam stanie na drodze, wird niedergeschlagen. Mit Deutschland wird jetzt aufgeräumt. Schluss, Ende. Alles raus. Land heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.